Hallo ihr lustigen South Park-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu The Fractured Butthole. Wir haben gerade eben das Haus von Cartman verlassen und sind mal wieder in Zivil unterwegs und sollen... Schon wieder der Typ. letzte Aufnahmesession habe ich den auch gesehen. Ich finde es so geil, wie die Lichter angehen, wenn man da so vorbeigeht. Und wir sollen jetzt wieder nach Hause gehen und ich bin gespannt. Wir sollen heute Nacht die Polizeistation überfallen. Also genau genommen sollen wir eigentlich die Freedom Pals überfallen. Aber dabei greifen wir halt auch die Polizeistation heute Nacht an. Und die haben es echt verdient, die Typen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wohin das Ganze jetzt noch führt. Und was wir jetzt noch von unseren Eltern zu hören bekommen. Geh in dein Haus. Was, heute gibt's nicht mal Essen? Hallo, Mom? Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so weh. Es gibt nicht mal Abendessen. Warum? Das finde ich jetzt irritierend. Pff. Dann gehe ich lieber nochmal einen abseilen, ey. Muss ja auch mal sein. So. Das ist die leichteste Toilette, die man sich vorstellen. So, fertig. Wir haben schon lange keine Toiletten mehr benutzt, deswegen musste das mal sein. Dann gehen wir halt ins Bett. Hauen nochmal auf den blöden Ding hier oben, weil wir nicht mehr was zum Abendessen kriegen. Gute Nacht. Komisches Elternhaus. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Okay. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Du, was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass es... Da! Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, dich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Ich fänd's geiler, wenn da jetzt Schlaggeräusche gewesen wären. Ist zu Abend. Ich möchte jetzt noch was testen, ey. Ich bin mir nicht ganz sicher. Audio. Nee, eigentlich ist die alles richtig. Ich habe mich gerade nur gewundert, warum ich nie Musik höre und warum da gerade eben kein Sound... Also, was heißt nie? Ich höre schon Musik, aber warum ich da jetzt gerade eben nichts gehört habe. Schade, ich kann auch da jetzt wieder nicht reingucken. Was mixen die uns ins Essen? Gras? Jetzt sind sie beide weg. Wo sind die jetzt? Mom, Dad, wo seid ihr? Wo seid ihr jetzt, Mom und Dad? Wahrscheinlich sind sie jetzt beide im Schlafzimmer oder so und schlagen sich da gegenseitig. Jeden Abend das gleiche. Sieht aus wie Hackbraten, Kartoffelpüree und Ei. Oder so. So, geh ins Bett. Nochmal geh ins Bett. Zweimal an einem Abend ins Bett gehen, das ist hat schon Qualität, ins Bett gehen. Ne? Wir machen es dann richtig, nicht nur einmal. Neuer, zieh dich an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer. Und los geht's. So, wir greifen jetzt die Polizeistation an. Da bin ich jetzt allerdings der Meinung, dass wir uns dann nochmal ein anderes Kostüm zulegen müssten. So, Teufelsmaske. Dachsmaske. Kreuzfahrerhaube. Was? Panther? Bin mal am gucken, was wir da... Irgendetwas, was so... Ja, komm, wir machen das hier. Wir müssen ja richtig maskiert sein. Brainiac. Nein, 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 nein. Supernova. Was? Koloss, okay. Tupperdose. Was? Tupperdose MK1-Anzug. Nett. Ödlandanzug. Haianzug. Nee. Warum soll ich was Haimäßiges sagen?
Arachnix. Cyberwolf. Warum? Es gibt irgendwie nichts, was irgendwie zu dieser Ding... Was? Raisins kann ich anziehen? Ach du Scheiße. Sternenkind. Arkaner. Ach, ich nehme Supernova. Cosplay-Neuling. Habe ich gerade ihn bekommen. Was ist das hier? Hitzewelle-Handschuhe? Nee. Sieht jetzt aus wie ein peinlicher Einbrecher. Das nehmen wir jetzt mal. Lalalalalalalalala. Mom und Dad? Oh, Cosplay-Neuling abgeschlossen. Okay. Ey, die haben 2 Minuten gebraucht für diese Scheiße. Was? Diesmal brauche ich gar keine Schlüssel. Was ist hier los? Was ist hier los? Ey, wie die jeden Abend die Bude zurichten, die Eltern. Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Du bist ja wie ich. Ey, hat der auch echte Superkräfte, Mysterion? Mom, Dad, was ist hier los? Das Wald. Ich nehme dich da beim Wort. Das wäre nämlich viel zu gefährlich. Was ist hier los? Das ist doch... Schatz, wieso bist du denn nicht zu Hause? Hey, wir... Die Teenager werden irgendwie immer kürzer. Die haben den Vertrag Prügel verdient. Alle beide. Tina! Der fährt Tina, wo bist du hin? Tina! Tina, es tut mir leid. Was geht denn hier ab? Bitte nicht. Ich bin ganz brav, versprochen. Bitte, bitte kein Hausarrest. Es tut mir leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein. Du musst mich kriegen, um mir Hausarrest zu geben. Du musst mich kriegen, um mir Hausarrest zu geben. Wie geil ist das? Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Hey, wie läufst du denn rum? Unfassbar. Hey, Wilderjäger, hast du was Gutes gefunden? Gib nicht auf! Mit dem kann ich sogar reden. Hey, was habt ihr hier zu suchen? Es ist schon längst Schlafenszeit. Geht ins Bett. Nein, das tue ich nicht. Ihr seid ja auch nicht im Bett. Was? Ach du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Die sind ja Es ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Der kackt da vor das Haus. Und rennt weg. Kann ich das mitnehmen? Nee. Hätte ja auch Bio-Gefahrengut sein können, ne? Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie. Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch. Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch. Leute, Leute, ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Ja. Mysterion, wie gehen wir vor? Was? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieht ihr das mal an. Cartman hat das doch geplant. Der tut doch nur so, als ob er es denen da quasi einen Gefallen tut, ne? Das ist immer noch gesperrt. Wie komme ich jetzt da rein? Kann ich da einfach so reingehen? Wir müssen auf die Ablenkung warten, hat's geheißen. Wie komme ich da... Warte mal, ich kann mit denen reden. Kannst auf mich zählen.
Okay. Chaos! Ja. Oh Mann, das passiert wirklich, heilige Scheiße! Ah! Yep, das passiert wirklich. Halt, wir müssen warten, bis die Luft rein ist. Jo. Ah, ich muss da gucken. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Die Koks sind das... Koks! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Die Polizisten koksen. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind. Alarm! Das Revier wird angegriffen. Was? Wow, das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Die hat sich selbst erschossen. Ein Gangmitglied vor allem. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Ja, aber das kriegen wir so einigermaßen hin. Keine Bewegung. Also hierher und dann keine Bewegung. So, jetzt habe ich welche. Wieder korrupte oder in dem Fall zugekokste Cops. Zwei Stück brennen schon mal richtig hart. Diesmal hinterlassen wir keine Handybeweise. Was? Dieses Mal hinterlassen... Ich finde die so schlimm, die Bullen, ey. Hier in dem Spiel, das ist so schlimm. So, warte mal. Ich habe jetzt leider keinen Turm mehr. Also beende ich an dieser Stelle einmal meinen Zug. Hoffentlich hat mein Taser noch Akku. Die Fackeln ab, ey. Ich bin Bulle geworden. Oh, heißer als die Polizei erlaubt. Ein Sturm zieht auf. Ein Sturm zieht auf. So, den hier könnten wir jetzt wegholzen. Oder den hier einfrieren. Ah, ich muss eigentlich gar nicht so weit gehen. Ich den hier einfach einfriere. Devil in Ice. Ich frage mich, wie die das machen, weil die halt nicht wirklich Superkräfte haben. Okay? Außer uns und... Hier kommt dein Tod. Mysterion glaubt, dass er auch welche, selber welche hat. Was? So, Mysterion, was kann der mit X? Dämonenzorn für einen Strafnahangriff. Einen Strafnahangriff, okay. Zweischlag-Kombo mit umgekehrten Rückstoß. Was? Wie alt bist du? 9? Dann zählst du vor Gericht quasi als Erwachsener. Zieh einen Feind daran und richte Schaden an. Ey, das würde ich mal gesehen haben. Angriff aus dem Hinterhalt. Noch einer erledigt. Come here. Das ist ein bisschen Scorpion-Style. Wir brauchen Verstärkung, Mann. Oh Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Was? Führe Gefechtsprotokolle aus! Oh Scheiße, da ist ein schwarzes Kind? Ach, deswegen Gangmitglied, jetzt hab ich's verstanden! Jetzt hab ich's verstanden! Ich komm, glaube ich, hier nicht hin. Nee, komm ich nicht. Ja, komm, den hauen wir gleich mal. Super Tornado, Warnung! Super Tornado, abgeschlossen! Ja, ich behaupte, wir müssen nicht verstehen, was diese Polizei da treibt. Oh, yeah. Pflanzmagier-Attacke. Ich mach nur meinen Job. Blutend. Ich bin nicht zuständig. Ja, das schaffen wir, Leute. Ich bin nicht zuständig. Fällt einfach um, ist tot. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Jo, und zwar jetzt hier mal so richtig hart. Dir blitze ich einen! Das wird noch eine Weile britzeln! Die können gar nichts! Zeit für nix! Nein, Zeit für gar nichts. Eine Zeitanomalie! Hat jemand meinen... Ja! Weggeschockt! Hier kommt Mysterion! Hier kommt Mysterion und greift an! Los! Geil! Ist das geil, ey! Hier kommt Tupperdose! Was die können, ey! Aktiviere Schnelltausch! Das war bewegend! Verwirrt den Polizisten voll! Und dann verwirren wir nochmal ganz, ganz schnell. Alter, so drauf war ich lang nicht mehr! Das meinte, wo er gerade zugekokst ist, ist er? Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst! Oh Mann, nur Scheiße, diese Wow. Dinger sind gefährlich! Das Wetter schlägt um! Allerdings! Diese Dinger sind gefährlich, allerdings. Was macht mehr Schaden? Das hier.
cool. Und einfrieren noch. Das sollte nicht bremsen. Es ist soweit. Dann können wir jetzt auch diesen Strafschlag machen. Boah. Sanktion, aber mit Inklusion. Viermal. Das ist ja richtiger Kampfsport, was er macht. $6,47. Okay, Undercover schwarzen Gesichtsfarbe. Gilt das Medizin? South Parks Verbrecher Nummer 1. Die Polizei natürlich. So, jetzt müssen wir uns umschauen. Jetzt bin ich alleine hier unterwegs. Die anderen sind gar nicht mehr zu sehen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Break Room? Nee, warte mal, ich geh mal hier rein. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Yep. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen. Wie ihr. Eure Freunde. Eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Liga! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß! Drauf mit dir! Nigger schreit und schießt sofort auf ein Kind! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Das wird kein Zuckerschlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Ja, würde ich auch mal sagen. Das wird garantiert ein Bosskampf. Und wird es dementsprechend unangenehm. Deswegen ist ja auch so ein Teil Emblem der Brutalität für $30. Wir haben 142. Verbrauchsgegenstände, Wiederbelebungsserum, Inventar 10. Das ist ein einfaches. Ich kann auch welche craften. Wir sollten generell mal ein bisschen craften, fällt mir gerade eben so auf, bevor wir da jetzt reingehen. Es gibt einige Dinge, die ich craften sollte. Das hier fehlt mir immer noch. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil von dem Atomkreuz ist. Das ist das der Berserkerhand. 95 Macht. Das sind alles Dinge, die ich garantiert noch nie gebaut habe. Warte mal, Kostüme kann ich gerade eben gar keine craften. Das geht gerade gut ab hier. 60 Punkte alles. Na, warte, ich bleib bei denen, die richtig viel bringen. 75! Ich crafte mir jetzt da quasi erstmal einen Wolf, ey, ohne Witz. Warum sollte ich nicht irgendetwas craften, was so viel bringt? Das bringt ja auch reale Erfahrung. Bekommen wir den nächsten Crafting-Rang freigeschaltet. So, Macaroni-Bild können wir nochmal machen. Extremes Gegengewicht, Taco Baruto. Ich könnte noch ein paar Wiederbelebungsserum. 10 im Inventar. Es gibt ja auch bessere, ne? Ich crafte jetzt mal weiter. Ich habe einfach insgesamt noch zu wenig gecraftet, möchte ich mal behaupten. Und ich glaube, dass es besser wird. Und ich kann die Dinger ja auch alle verkaufen, ne? Ich habe so viel von dem Scheiß. Level 19. Schade, dass ich nicht mehrere davon herstellen. Es gibt immer nur eins. Das Krasse ist, ich verbrauchte ja auch im Grunde eigentlich nur Klebeband. So, Level 20. So viele Berserker-Räder gebaut. Unglaublich. So, das hier, das extreme Gegengift, bauen wir mal noch zusammen. Dafür brauche ich nochmal einen Rap. Den schnappen wir sie uns! Gleich, wir schnappen sie uns gleich. Eins nach dem anderen. So, hier 70. Da gibt es nämlich jetzt Sachen für 80, ne? Die habe ich gerade gebaut.
Rückstoß-Kombo-Schaden, Ultimativkraft-Erholung, nee, dann nehme ich das hier. Rückstoß-Kombo-Schaden finde ich sehr viel besser in dem Zusammenhang. 80, dann geht noch mehr Macht nach oben. Status-Effekt-Schaden, Ultimativkraft-Erholung. Da geht ja noch mehr, ey. Kann ich hier noch was machen? 72. Ja, das bleibt gleich. Hier sind wir auch bei 95. Hier bleiben wir bei 101. Okay, hier tut sich nichts mehr. Aber wir haben immer noch mal ein bisschen was nach oben gepusht. Blutwurst. Rares Blutwurst, genau. So, jetzt können wir erstmal wieder verkaufen, denn wir haben... Was? Triumph des Herzens. Was ist das? Die Beute des epischen Schlages mit Unmut, Erwartung und... Ah, oh Gott, das Ding ist 100 wert. Okay, krass. Muss trotzdem mal gucken. Ich habe so viele von den Teilen jetzt. Wo sind die? Das kann ich auf jeden Fall verkaufen. Nekroschellen plus 2 brauche ich auch nicht mehr. Ah, da sehen wir die Nummern. Da hat 22 davon. Rache ist Blutwurst. Ich brauche davon keine 22. 210 Dollar. Ich guck mal, was wir da sonst noch haben. Wir haben so viel von diesem Scheiß. Die wirklich guten sind auch richtig viel Geld wert. Alles mal durchgehen. Okay, das war's. Gut, dann können wir nochmal kaufen. Emblem der Brutalität. Nee, das brauche ich nicht. Den Taco Grande. Stellt beim gewählten Teammitglied. Nee, brauchen wir nicht. Was wir brauchen. Oh, Klebeband. Warum nicht? Und Tortillas. Mal 10 Stück oder so. 20 oder 15. Schnappen wir sie uns! Rache ist Blutwurst! Nochmal 15 Sportflaschen. Rutschfestes Schlagstockleitgel. Ach ja. So, nochmal craften. Guck mal, was wir jetzt craften können. Ja, wir können natürlich jetzt wieder jede Menge Artefakte machen, aber ich mache jetzt hier mal Tortilla Grande. Für viel Heilung. So, extremes Gegengift gibt ja auch Regeneration. Werden wir tendenziell in dem Ausmaß nicht brauchen, aber ich mach's fast. Quesadilla Especial. Wir brauchen noch Wiederbelebungsserum. Schade, dass ich nicht die besseren craften kann. Ich weiß nämlich, dass es die gibt in besser. Macaroni-Bild geht nicht. Ich geh mal runter, bis ich da 5 hab. Noch einmal und dann machen wir noch mal ein paar extreme Gegengifte. Dann ist gleich Level 21. 600 von 600 und man muss es anscheinend überschreiten. Nein, wir haben das maximale Crafting-Level erreicht. Krass. Ich hab mich da jetzt hochge... Schnappen wir sie uns! Rache ist Blutwurst! Gleich. Oh, er ist gar nicht da. Mann, jetzt ist er nicht da. Jetzt, wo ich ihn brauchen könnte hier. Jetzt komme ich rein, wisst ihr, und jetzt ist er nicht da. Auf die Leute ist kein Verlass. Okay. Ja gut, dann schnappen wir sie uns. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber was? Hä? Ach so, da unten bin ich. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Das finden wir raus. Nachdem ich hier gelootet habe. Schwanzmagie-Untersuchung, was? Okay. Erstmal gucken, was ich damit machen kann. Ich kann die Zeit anhalten, dann komme ich vorbei. Dann muss ich jetzt halt ganz schnell hochlaufen. Hallo? Boah, das war knapp. Es hat geklappt.
Tja, mit echten Superkräften geht das halt. Oh Mann, da ist noch einer! Ja, aber der ist kaputt. Da komme ich erstmal nicht hoch. Muss das anders machen. Okay. Aha. Tja, da brauchen wir jetzt wohl ein kleines Hamsterchen. Tja, dann Furzkanone los. Chaos! Wie er hier plötzlich auftaucht. Komm her, Kleiner. Und das hätten wir. Feuer frei. Wuhu! Und Überbrückung und ausgeschaltet. Kann ich da nicht runterspringen? Nee, kann ich okay, nicht. Okay, los geht's! Ich muss den langweiligen Weg nehmen. Oh, aber da ist ja noch was. Mönchspunkte. Und weiter geht's. Jede Menge Kameras. Hi, ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Was? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Tantalum-Beschleunigerrezept. Was ist das denn? Das guck ich mir nochmal an. Das könnte witzig sein. 105. Ja, 250 hätte das gegeben. Da hätte ich mir einige sparen können gerade eben. So, wir gucken uns natürlich mal an, was die Artefakte jetzt hier sagen. Wohin das gehört. Da gehört's hin. Dann baue ich mir glatt nochmal eins. Wir brauchen nämlich zwei davon, um das jetzt hier voll auskosten zu können. Unser Machtlevel nochmal ein bisschen weiter ausbauen. Reduziert halt die Gesundheit unserer Leute ganz, ganz gewaltig. Aber der kritische Treffer ist halt um 44%. Also wir werden halt so Glaskanonen. So kann man das sehen. Hm. Ich könnte das hier da noch was craften für 80. So ein... Was ist das hier? So eine Nekroschelle plus 4. Oder so ein infernales Zeichen. Dann hätte ich auch noch ein bisschen mehr Macht. Nekroschelle plus 4. Her damit. ...731 macht. Gedöns? War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Holding Cells? Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Warum machen die das? Sie wollen die Verbrecher befreien! Was? Runter, auf den Boden! Okay, jetzt geht's los, ey. Besiege die korrupten Cops. Scheibenkleister! Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Die sind alle total zugekokst. Der muss jetzt gar nicht anfangen, uns erstmal zu hauen. Eine Zeitanomalie. Keine Bewegung. Uff. Hey, lasst ihn in Ruhe. Oh Mann, bin ich dran? Yo, bist du. Und es wird Zeit, dass du jemanden heilst. Können wir damit anfangen? Ah. Was am Arsch? Regen der Heilung. Okay, dann fangen wir doch glatt mal hier... Oh Gott. Ja, nee, so gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, Wolligans. Pflanzenmagier-Attacke! Bam! Ihr wirst brenzlig! Ihr Demonstranten habt das Recht, die Scheißfresse zu halten! Autsch! Ich bin so schlapp! Ich bin so schlapp! Mach dich gleich noch viel schlapper, ey! Jawohl, ihr habt alle geschafft! Werden siegen. Au!
dieses scheiß Schocken. Ah, genau, jetzt weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Toller Tipp. Super Tipp. Weißt du, wozu die Regierung gut ist? Für absolut gar nichts. Wollen die alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße. Fick diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Jetzt geht's los, ey. So, die schießen, wir schießen auch. Wow. Ihr Gesetzeshüter in Aktion sind sicher aufregend für euch. Ja. Oh, Ulti schon bereit. Hat jemand mal einen Druckverband? Scheiße! Hände hoch! Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Was kann diese Ulti? Öffentliche Liebesbekundung, die Feinde in der Nähe schockt. Nehme ich gerne. Das trifft einige von denen. Ja, Mama. Ach, die kennen wir schon. Ich hatte völlig vergessen, dass das die war. Das ist so geil. Und so bescheuert zugleich. Blips. Weiter so! Boah, die Krits sind echt heftig. Auf den Boden! Haja! Scheiße. Okay, ja, Mysterion ist tot. Was? Ich lass es jetzt krachen. Was? War das denn grad? Super Tornado! Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Okay, der geht drauf. Angriff auf einen Polizisten! Du hast angefangen. Au. Oh oh. Stehen bleiben, Rachgesicht! Kacke, Freedom Pearl außer Gefecht! Nee, wir stehen noch. Du viel Druck! Wir stehen noch. Und ich bin dafür, dass wir jetzt uns hier mal heilen. Ja! Ich hab genau das Richtige. Ja, heilen uns mal schnell. Hier, Heilung! Die Schadenszahlen sind langsam aber sicher schon ziemlich krass, ey. Aber das lösen wir auch. Sanktionen, aber mit Inklusion. Gewonnen. Okay, Leute. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.